Mein Name ist David Nent. Ich wohne in Berlin, bin Regisseur und habe jetzt den Film gemacht Sonne und Beton. Das ist ein Film, der in Neukölln spielt, der mit Neukölln entstanden ist. Der Roman basiert wiederum auf Sachen, die Felix Lobrecht selber erlebt hat. So, der ist in der Nähe, in Rudow, in der Nähe von Grubenstadt aufgewachsen. Das heißt, da ist ganz viel steckt da drin, was er selber erlebt hat, was Kumpels von ihm erlebt haben. So, und das spielt alles so wie zu seiner Schulzeit um 2003 herum praktisch. Und Neukölln ist ja wirklich sehr, sehr groß. Das heißt, Grubenstadt gehört dazu, ist aber sehr weit im Süden, also wirklich da, wo die Stadt eigentlich aufhört praktisch. Und ich kannte Grubenstadt eben noch nicht. Ich kannte zwar Neukölln, aber diesen Teil eben nicht. Bin dann mit Felix hingefahren, bin dann mit meiner Familie öfters hingefahren, um einfach das, so ein Gefühl für den Ort zu bekommen. Im Casting haben wir natürlich auch sehr viele Schüler von da getroffen und die habe ich natürlich dann auch immer das gleich genutzt, die auch zu befragen, wie es denen geht, wie die ihre Schulzeit jetzt erleben und so. Und das war halt eben auch natürlich ein wichtiger Teil. So. Ich habe auch Felix' Vater besucht, der auch immer noch da wohnt und so. Und auch so ein bisschen gab es auch noch ein paar Videos von Felix aus der damaligen Zeit. So. Aber wie gesagt, man hatte hier, anders als jetzt bei Kirin, auch einfach schon diesen Roman sozusagen als Grundlage. Vier Jungs, die sind alle so 14, die wohnen da und haben jede Menge Probleme. Die haben normale Probleme, die man einfach mit 14 hat, wo alles irgendwie auch schwierig ist, alles ist im Umbruch, kein Erwachsener versteht einen so. Die haben dann aber auch Leben in ziemlich armen Verhältnissen. Das heißt, die haben auch dauernd, fehlt ihnen das Geld und fehlt ihnen natürlich auch die Mädchen und die Partys fehlen ihnen auch sozusagen. All das klappt nicht. Und die kommen irgendwann auf die glorreiche Idee, den neuen Computer ihrer Schule zu klauen und die zu verkaufen. Das ist für die so das perfekte Verbrechen. Und natürlich ist es am Ende eine relativ dumme Idee sozusagen, wo dann alles erst recht schief geht. So, das ist so im Zentrum praktisch. Natürlich ist Grubenstadt selber auch einer der Hauptdarsteller und überhaupt die ganzen Figuren, die da so sind. Aber so, das ist eigentlich so die Kerngeschichte. Es gab jetzt die Premiere auf der Berlinale. Es haben jetzt auch immer mehr Leute das gesehen. Und das Feedback ist durchaus, also gerade die Leute, die das wirklich kennen, die aus der Grubenstadt kommen oder damals irgendwie vielleicht auch da Schüler waren, von denen kommt eigentlich einhellig die Meinung, dass es genau so ist, oder ja, manche sagen, waren Väter noch krasser oder sind noch krasser und so weiter. Also sind wir schon sehr, sehr nah dran an der Realität. So, es ist trotzdem ein unterhaltsamer Film, es ist trotzdem Spielfilm. Also es soll ja nicht wie ein Dokumentarfilm sein. So, wir wollen ja auch die Leute unterhalten und es ist so eine emotionale Achterbahnfahrt praktisch. Aber für diese Art von Film ist natürlich die Glaubwürdigkeit, der Realismus sehr, sehr wichtig. Und da haben wir natürlich uns sehr bemüht, das auch im Film hinzukriegen. Um das irgendwie im Film hinzukriegen, ist ja nicht nur, was ich weiß, sondern auch zum Beispiel, dass wir wirklich vor Ort gedreht haben. Also, dass wir nicht sozusagen gesagt haben, okay, wir drehen jetzt auch in Kreuzberg, wir drehen da und so weiter. Und am Ende soll das alles Grubenstadt sein, sondern wir haben wirklich 95% da wirklich gedreht. So. Und das sammelt sich auch an, so, dass man am Ende dann auch das irgendwie im Film spürt, dass es auch wirklich vor Ort gedreht wurde. So. Wir haben aber bei den Schauspielern auch gesagt, okay, wir suchen auch die Besten, die das spielen können. Und das ist auch wichtig, so ein ganz großes Netz auszuwerfen. Also, dass man wirklich sagt, okay, wir brauchen wirklich sehr, sehr, sehr viele. Das heißt, für die Jungs haben wir auch wirklich bundesweit gecastet, aber natürlich auch sehr viel an Jugendclubs in Neukölln, an Schulen in Neukölln, aber auch im Wedding und so weiter so. Weil am Ende mussten die vor allen Dingen die Rollen jeweils gut spielen können im Casting so. Und das haben wir gemacht praktisch. Aber die Hauptfigur Levi, der den Lukas spielt, der wohnt nicht weit weg von der Grubenstadt, geht da immer noch zur Schule. Wir haben auch viele andere Rapper gecastet, aber eben alle Neuköllner oder Grubenstadt-Rapper wie die Army of Brothers oder Louvre, die haben auch mitgespielt. Auch teilweise jetzt dann auch Musik gemacht für den Film und so weiter. Das heißt, wir haben auf allen Ebenen auch eng quasi mit Neukölln zusammengearbeitet. Die Bürgermeisterin hat uns ja auch eingeladen. Was ich schon sehr gut finde, ist, dass Neukölln uns auch bei diesem Film unterstützt hat, obwohl wir eigentlich den Finger auf die Wunde legen, so ein bisschen so. Es gibt andere Städte, die würden sagen, oh, sowas wollen wir gar nicht haben. Wir wollen eigentlich einen Film machen, der eher so ein Imagefilm ist und der die schönen Seiten zeigt. Warum sollen wir auch noch einen Film jetzt machen, der das macht sozusagen? Und das ist, finde ich, eine große Stärke von Berlin und insgesamt auch von Neukölln gerade so, den Mut zu haben, das auch zuzulassen so und auch so offen zu sein. Wir haben da die Probleme und das wird nicht unter den Teppich gekehrt oder irgendwie, ich filme nur blühende Blumenbeete oder sowas so, sondern dass eben auch Neukölln auch dazu steht und man da trotzdem drüber ins Gespräch kommt und so weiter und die Jugendlichen ernst nimmt und so weiter so. Und natürlich gibt es auch in der Realität Probleme so. Also ich wünsche mir für Neukölln, dass es eben vielleicht auch noch mehr Kraft und Energie für die Schulen gibt sozusagen, dass es so in Problemschulen, die besonders unterstützt werden und nicht nur so Verwahrung sind von Schülern, die alle Seiten inklusive der Lehrer schon aufgegeben haben. Das heißt, da ist wirklich viel, viel zu tun auf jeden Fall so. Aber trotzdem hat Berlin und Neukölln, dass sie diesen Film auch unterstützen, so etwas gemacht, was bestimmt viele andere Bezirke oder Städte nicht gemacht hätten. Und jetzt brauchen wir eure Unterstützung, um den auch wirklich
deutschlandweit zum Erfolg zu führen. Deswegen kommt in die Kinos, sagt euren Freunden Bescheid. Ab jetzt Sonnenbeton im Kino.